Ja, hier ist Kiel, hier sind die Kieler Open Source und Linux Tage. Mein Name ist Henrik Rasemann und dass ich so seltsam jetzt einen Vortrag beginne, hat damit zu tun, dass wir hier eine Jurafunk TV Folge machen. Aber eigentlich ist es auch eine Art eher Vortrag. Sie vermissen vielleicht die jetzt gerade zuschauen, Herrn Dirks, den Rechtsanwalt aus Kiel, der heute leider hier nicht sein kann, weil er ein Kind bekommen hat, beziehungsweise seine Frau, und das Ganze doch mehr jetzt an Zeit gerade in diesem Moment in Anspruch nimmt. Und das Ganze auch noch sehr kurzfristig jetzt war, sodass also ich jetzt hier alleine stehe und dadurch also jetzt heute hier ein wenig über das Thema, Sie sehen es ja schon, stets mit einem Bein im Knast, Systemadministratoren im Spannungsfeld zwischen Arbeitgeber, Datenschutz und Strafrecht berichte. Ich selber bin eben aus dem Bereich Datenschutz, arbeite bei einer Aufsichtsbehörde hier in Schleswig-Holstein und so gesehen haben sich jetzt also die Thematik ein wenig dahin verschoben, dass dieser Datenschutzbereich jetzt besondere Gewichtung dann bekommen hat. So spontan muss ich dann sein. Gut, fangen wir einfach mal an mit so ein bisschen Geplänkel und erstmal so ein bisschen, was ist überhaupt Datenschutz, sozusagen der Schnelldurchlauf durch den Datenschutzbereich in, ja, ich vermute mal so 120 Sekunden. Es geht nämlich darum, dass Datenschutz, selbst wenn man die Gesetze nicht kennt und auch keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen und gerade Administratoren vielleicht auch das oftmals eher als Behinderung sehen, eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Wenn man nämlich diese 7 goldenen Regeln des Datenschutzes beherzigt, geht das eigentlich sogar mit gesundem Menschenverstand relativ gut. Und das bedeutet erstmal, wenn Sie Daten verarbeiten wollen in einem Unternehmen, über Ihre Mitarbeiter, aber genauso eben über Kunden, dann gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten, wann Sie das dürfen. Nämlich entweder Sie finden ein Gesetz oder Sie haben die Einwilligung der Betroffenen, und zwar sämtlicher derer, die mit den Daten dort irgendwas, ja, deren Daten dort verarbeitet werden. Das hat eine Besonderheit, da kommen wir nachher zu, wenn es darum geht, E-Mails zum Beispiel zu überwachen oder auch Telekommunikation in einem Unternehmen. Das bedeutet erstmal, gucken Sie mal, ob Sie ein Gesetz finden. Es gibt zwar viele und in einige kann man auch eine ganze Menge reininterpretieren, aber es ist sozusagen auch nicht alles. Deswegen wird vieles eben auch über Einwilligung laufen. Viele Dienste auch im Internet gehen natürlich gerade über diesen Weg. Wobei das Problem der Einwilligung ist, dass dieses Ganze möglichst nicht nur bewusst sein sollte, also nicht im Suff abgepresst, sondern eben auch informiert und freiwillig, was wiederum bedeutet, dass die Leute, deren Einwilligung sie einholen wollen, auch wissen wollen und müssen, was denn da jetzt eigentlich der Hintergrund ist, in das sie einwilligen. Und das muss möglichst konkret sein. Und daran scheitern eben große Dienste inzwischen wie Facebook und Konsorten, dass eben gerade diese Information über alles, was dort passiert, nicht in dem Maße dargestellt wird, wie es zumindest viele Datenschützer fordern würden. Also, wenn Sie das nicht haben, ist übrigens verboten. Das ist das Interessante in dieser Regelung. Eigentlich ist Datenverarbeitung verboten, es sei denn, Sie haben Gesetz oder Sie haben eben die Einwilligung. Dann brauchen Sie eine Zweckbindung. Das ist auch wichtig im Unternehmen. Wenn Sie dort also Daten verarbeiten, dann müssen Sie sich vorher, bevor Sie diese Daten verarbeiten, einen Zweck überlegt haben. Sie dürfen also nicht einfach so aufs Blaue hinaus nach dem Motto, naja, mal schauen, mal sehen, wofür man es noch verwenden kann, sondern Sie müssen vorher konkret festgelegt haben, für welche Zwecke will ich diese Daten jetzt hier verarbeiten. Das heißt auch, dass Sie nicht so einfach eben Daten, die Sie aus zum Beispiel dem Grund haben, weil das eben ein Mitarbeiter ist, gleichzeitig noch für Werbezwecke verwenden können. Oder, da wird es allerdings schon, da kommen wir nachher noch zu, so ein kritischer Bereich für Strafverfolgung oder Überwachung. Also da müssen Sie, wie gesagt, schon vorher relativ genau sein. Wenn Sie später auf neue Ideen kommen, dann sozusagen gehe wieder zurück auf los, müssen Sie entweder wieder ein Gesetz haben, wenn Sie den Zweck ändern wollen, oder brauchen wieder die Einwilligung der Betroffenen. Das Ganze sollte möglichst erforderlich sein, also nur die Daten verarbeiten, die für den Zweck wirklich nötig sind. Und wenn sie nicht nötig sind, dürfen Sie sie auch eigentlich nicht verarbeiten. Dann transparent sollte das Ganze geschehen, also nicht irgendwie im Heimlichen oder einfach mal abends nach Feierabend noch mal ein paar von den E-Mails der Mitarbeiter durchscannen. Könnte ja was Interessantes dabei sein. Das Ganze muss so transparent wie möglich sein, offen sein, dass also gerade im Unternehmen dann auch entsprechende Prozeduren vorher festgelegt wurden. Ansonsten haben Sie mit der Transparenz ein Problem. Dazu gehört unter anderem auch, dass auch die Mitarbeiter zum Beispiel bestimmte Rechte haben.
Die haben zum Beispiel ein Recht auf Einsicht, auf Auskunft und auch Berichtigung und Ähnliches. Gerade die Auskunft ist sicherlich hier das Spannende. Das bedeutet, dass eben die Mitarbeiter Möglichkeiten haben müssen, wenn sie es denn wünschen, auch mal Einsicht zu nehmen in das, was über sie so im Unternehmen gespeichert wird. Das ist typischerweise natürlich deren Personalakte, da geht aber definitiv sicherlich hinüber auch in den technischen Bereich, das eben, was auf den Servern über den entsprechenden Mitarbeiter dort dann vorliegt. Dann sollten Sie natürlich für die Datensicherheit sorgen. Da haben Sie sicherlich heute schon eine ganze Menge hier auf den Open Source und Linux Tagen in Kiel gehört. Und Sie sollten eben auch Kontrolle üben, was nicht bedeutet, dass Sie jetzt Ihre Mitarbeiter ständig überwachen sollen. Dürfen Sie im bestimmten Rahmen vielleicht auch, kommen wir nachher, wo da die Grenzen sind. Aber Sie sollten eben auch die Datenverarbeitung überwachen. Auch der Admin muss überwacht werden, zum Beispiel hinsichtlich gerade dieser Geschichten, dass er eben nicht alles macht, was er vielleicht von seinen Rechten, die er im System hätte, machen könnte. Also bestimmte Protokolle vorliegen, dass intern auch Prozesse da sind, dass dieses auch passieren kann und damit auch ein gewisser Druck entsteht, dass die Leute, die die Rechte haben, dort dann eben auch gegebenenfalls damit rechnen müssen, dass unrichtiges Verhalten auch aufgedeckt wird. Und sowas ist gar nicht so ungewöhnlich, gerade wenn so Nächte, wenn man so irgendwie da 24-Stunden-Dienst hat, lang werden, dann sind das durchaus Dinge, die öfter auch bei den Aufsichtsbehörden dann auflaufen. Dinge, wo eben auch Mitarbeiter wirklich dann in viele Dinge mal reingucken und mal ein paar Sachen einfach so auch zur eigenen Unterhaltung dann da mitmachen. Sei es Videoaufzeichnungen, die dann irgendwo passieren oder eben auch, dass man in Datenbanken reinguckt, was durchaus schon gerade auch Arbeitsagenturen und solcher Institutionen in letzter Zeit mal hatten an Fällen. Ja, Gesetzesgrundlagen, das ist das, was sicherlich viele von denen, die mit diesen Datenverarbeitung im Unternehmen zu tun haben, immer erstmal abschreckt. Oh Gott, gibt es da viele Gesetze? Das sind ja nur die Oberbegriffe der Gesetze. Da haben wir das Landesdatenschutzgesetz. Das ist für Sie eigentlich nur dann spannend, wenn Sie in einer öffentlichen Stelle hier in Schleswig-Holstein arbeiten. Andere Länder haben das natürlich auch, Bundesländer. Ansonsten ist es das Bundesdatenschutzgesetz. Da kommen wir gleich ein bisschen genauer zu. Gegebenenfalls die Sozialgesetzbücher. Elena können wir jetzt erstmal vergessen, aber das Betriebsverfassungsgesetz mit Mitbestimmungspflichten, der Betriebsrat oder Personalrat will natürlich auch sein Wort mitreden und darf es auch, gehört dazu. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, die Arbeitssicherheitsgesetze, Gendiagnostik vielleicht für die meisten jetzt nicht so wichtig, aber insbesondere dann noch Telekommunikationsgesetz und das Telemediengesetz. Beides sehr, sehr wichtige Dinge, wenn Sie eben Telekommunikation im Unternehmen zulassen, was, gehe ich mal von aus, bei nahezu 100% der Unternehmen so sein sollte. Dazu gehört auch, dass Sie einige Vorgaben vom Gesetz sogar bekommen, wie Sie Ihre Systeme denn so stricken müssen. Dafür gibt es die sogenannten technisch-organisatorischen Maßnahmen im § 9 BDSG. Dazu muss man allerdings wissen, dass diese Paragraphen, insbesondere dieser neuen, aus einer Zeit stammt, als man, glaube ich, noch nicht so richtig auf die Idee gekommen ist, es könnte mal sein, dass man vielleicht sogar eigene Rechner bei Mitarbeitern unterm Schreibtisch haben könnte, die ähnlich leistungsfähig sind wie deren damals normal im Keller dann gelagerten Systeme. Also kurz gesagt, das Ding ist alt. Deswegen steht da auch nicht sehr viel Konkretes drin, aber immerhin kann man vieles von dem eben auch auf heutige Systeme entsprechend ummünzen. Ich will da gar nicht zu konkret drauf eingehen jetzt, da wäre einen eigenen Vortrag sonst wert, aber das sind so die Oberbegriffe, die dann dort genannt werden und die Sie dann auch in Ihrem System und in Ihrem Unternehmen dann entsprechend beherzigen müssen, nämlich Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle, das ist ein Unterschied, ob Sie nun in das Unternehmen reinkommen, ist ein Unterschied, ob Sie in das System selber reinkommen, Zugriffskontrolle, sagt er, man muss ein gewisses Aufdeckungsrisiko auch haben. Weitergabekontrolle, es muss sichergestellt werden, dass nachvollzogen werden kann, wenn Daten an Dritte weitergehen. Eingabekontrolle, Auftragskontrolle, Verfügbarkeitskontrolle und das sogenannte Trennungsprinzip. Daten, die nichts miteinander zu tun haben, sollten auch möglichst eben nicht miteinander verarbeitet werden. Das alles finden Sie in der Anlage zu § 9, ist in der Regel dort, wo Sie das BDSG, das Bundesdatenschutzgesetz, finden, eben dort auch genauso dann abgedruckt und finden Sie dort im Anhang. Dann eine schöne Frage auch immer, wen betreffen denn diese Gesetze? Wer ist denn mit Unternehmen so geschützt? Muss ich jetzt den Zivi oder den Assistenten, ist der denn nun genauso da drin oder nicht? Und da ist das Gesetz relativ strikt, nämlich im Prinzip alle, die im Unternehmen beschäftigt sind und eben nicht nur die Festangestellten und nicht nur der Chef, sondern eben auch zum Beispiel die Auszubildenden und sogar in Teilen eben, wenn Sie zum Beispiel im Haus dann Leute haben, die für Bewerbungsgespräche da sind, auch
die sind durchaus im Fokus dieses Gesetzes. Das ergibt sich aus § 3 Absatz 11 Bundesdatenschutzgesetz. Das heißt also, da müssen Sie eigentlich vollumfänglich dann drauf achten. Ist, glaube ich, für die meisten jetzt nicht so überraschend, gehe ich mal von aus. Ja, ansonsten nur mal so ein bisschen, Sie finden schon dünn bedruckt, das müssen Sie jetzt nicht alles mitlesen. Man sieht daran eben auch, es ist natürlich alles etwas, kann etwas im Konkreten dann komplizierter werden. Wenn Sie es einfach haben wollen, gucken Sie sich wieder diese goldenen Regeln von vorhin an. Das ist dann durchaus vieles damit, würde ich sagen, schon zu erschlagen. Ansonsten konkreter wird es dann im Bundesdatenschutzgesetz in eigentlich den schönsten Paragraphen 28. Das ist so einer, wo Sie so gut wie alles drunter fassen können oder auch nicht. Das Wichtigste ist dort auch, dass Sie eine Abwägung in vielen Fällen treffen müssen, immer zwischen der Frage den Interessen des Unternehmens, da kommen wir nachher nämlich zu, und den Interessen des Beschäftigten, dass der eben natürlich auch schutzwürdige Interessen dort hat. Gucken wir uns nachher nochmal genau an. In § 3a zum Beispiel finden Sie diese Verpflichtung zur Datensparsamkeit, dass Sie also möglichst nur so viele Daten verarbeiten dürfen, wie es denn wirklich erforderlich ist, was ich vorhin sagte. Dann, dass die Daten möglichst bei den Personen selber erhoben werden müssen und nicht nur einfach über Dritte ergangen werden sollen, finden Sie dort auch. Dann eben diese Einsichtsrechte in Personalakten, Auskunftsrechte, also das können Sie hier, ich glaube, können die Folien nachher bereitgestellt werden online? Ja. Ich sehe ein großes Nicken beim Organisator, also dann können Sie das, wenn Sie gerne wollen, dann da nochmal auf diesen Folien entsprechend nachlesen. Da finden Sie auch die Regelung zur Einwilligung und dann eben auch das, was ich vorhin schon sagte, mit der Betriebsvereinbarung, die zwar eigentlich in vielen Stellen eine schöne Sache ist, die aber auch in vielen Fällen gefordert sein muss, nämlich immer dann, wenn Sie technische Einrichtungen haben, die dazu geeignet sind, die Mitarbeiter zu überwachen. Und das geht schon für eine Firewall. Wenn Sie also eine Firewall haben, die vielleicht gar nicht viel macht, außer ein paar Ports zu blocken, schon die ist rein technisch dafür geeignet, dass Mitarbeiter damit dann überwacht werden können. Und deswegen ist das schon etwas, was mitbestimmungspflichtig sein kann. Da kommt es gar nicht darauf an, wie das Ding konfiguriert ist. Es ist einfach nur wichtig, dass es theoretisch Mitarbeiter überwachen könnte. Und damit sind Sie schon mittendrin in diesen Regelungen, unter anderem des 87 Mitbestimmungsgesetz. Ja, es gibt dann noch ein paar Gerichtsurteile, da kommen wir vielleicht nachher noch mal im Kurzen zu. Der wichtigste Paragraph dann im Arbeitnehmerdatenschutzbereich ist der 32. Der ist neu, je nachdem, wie neu Sie neu definieren wollen, aber den gibt es erst seit wenigen Jahren, seit 2010. Und er ist sozusagen eine Reaktion darauf gewesen, dass in vielen Unternehmen gerade so vor 3-4 Jahren ja einige Skandale passiert sind. Lidl gibt es ja eins von diesen Skandalbereichen, die Bahn, Telekom und, und. Also Unternehmen, die im großen Stile ihre Mitarbeiter überwacht haben, im großen Stile da also Daten erhoben haben und das auch deutlich über das hinausgehend, was das Recht auch nur ansatzweise erlaubt. Deswegen kam dann eben auch die Reaktion, wir müssen was tun, wir brauchen ein Arbeitnehmerdatenschutzrecht und das Ergebnis war dann dieser 32, wo eigentlich nicht viel drinsteht. Das ist dann relativ, also das stand auch vorher schon in den anderen Paragraphen, jetzt hat man es nochmal genauer, nicht mal genauer gefasst, man hat es zumindest nochmal aufgeschrieben in einem anderen Paragraphen. Es fehlt weiterhin ein Arbeitnehmerdatenschutzrecht. Das haben wir nicht, es gibt einen Entwurf dazu, aber es wird sicherlich noch lange dauern, bis das vielleicht in Kraft tritt. Der 32 ist dafür sicherlich überhaupt nicht irgendwie ansatzweise auch nur etwas, was das denn hilft, wirklich zu verstehen, was das im Unternehmen denn an Datenverarbeitung so zulässig ist und nicht. Zum Beispiel finden Sie da ganz generell erstmal, das überrascht nicht, dass Sie eben Daten verarbeiten dürfen, Unternehmen zum Zwecke der Beschäftigungsverhältnisse, klar. Also Sie dürfen eine Personalakte führen, Sie dürfen sich auch merken, wie Ihre Mitarbeiter heißen und Sie können sich auch notieren, wo die ihre Konten haben, damit Sie das Geld dann überweisen können. Nichts, was jetzt wahrscheinlich den einen oder anderen überrascht und wofür man extra ein neues Gesetz hätte brauchen müssen. Aber konkreter wird es leider nicht. Also das, ist, was Sie hier sehen, ist Originalzitat und ist nicht so, dass ich das irgendwie schon eingedampft hätte. Interessanter ist eher noch der nächste Satz, wo es um die Aufdeckung von Straftaten geht. Und das ist ja manchmal in Unternehmen auch ganz spannend, die Frage, was darf ich denn, wen darf ich denn wie überwachen? Kann da einfach der Chef bei mir anrufen und sagen, hier, ich weiß immer nicht, der hat so ein komisches Gesicht, der sieht böse aus, überwacht den mal. Geht das oder nicht? Oder darf ich einfach mal komplett jetzt die Telekommunikation mitschneiden? Darf ich Kameras aufbauen? Darf ich vielleicht auch mal einen Detektiv auf meine Mitarbeiter hetzen?
da sind enge Grenzen. Und die hat man immerhin versucht, jetzt mit diesem Satz, der da steht, ein wenig dann auch einzufangen. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie eben nicht einfach so mal dort irgendwelche Überwachungsmaßnahmen greifen, machen, tun dürfen, sondern sie müssen einen Verdacht haben und nicht nur einen, weil der sieht ja schon komisch schon aus, sondern es müssen konkrete Tatsachen vorliegen, die darauf hindeuten, dass hier jetzt irgendwas genau von diesem Mitarbeiter eben auch Strafbares zum Beispiel getan wurde. Immer wenn der an dieser Kasse ist oder die, dann fehlt genau das Geld und das schon über viele Monate und man hat andere Gründe vielleicht schon ausgeschlossen, dann kann sogar mal eine heimliche Videoüberwachung zulässig sein. Aber eben auch dann nur auf diesen Mitarbeiter bezogen, auch wirklich als letzte Möglichkeit, um das Ganze dann aufzuklären. Es müssen besonders hochwertige, bedeutende Rechtsgüter geschützt sein. Das bedeutet also, Eigentum gehört, da kann da durchaus zugehören. Das Ganze muss zeitlich eng, begrenzt und restriktiv sein. Also nicht nach dem Motto, wir haben jetzt ja schon mal die Kamera da, können wir ja mal die anderen auch noch. Sondern es muss wirklich zum Beispiel typisch so eine Woche oder an dem Tag, wo die oder der Mitarbeiter dort arbeitet. Und dann auch nur für diesen Kassenbereich vielleicht. Man muss nachträglich den Entsprechenden auch informieren, dass man das getan hat. Das kann natürlich, wenn sich der entsprechende Verdacht nicht erhärtet, ein sehr unangenehmes Gespräch werden, aber es ist notwendig und erforderlich. Und man muss zum Beispiel auch den Personalrat oder Betriebsrat mit einbinden, dass das also auch nicht so eine eigenmächtige Aktion der Hausleitung zum Beispiel wird und das Ganze muss auch noch entsprechend dokumentiert werden. Dann können Sie solche Sachen gegebenenfalls machen. Aber eben wirklich als letzte Möglichkeit und wirklich so möglichst eingeschränkt, wie es denn nur ansatzweise möglich ist. Einige Rechtsprechungsdinge gibt es hierzu auch, schon ganz alt. Da finden Sie zum Beispiel dieses hier, dass mitbestimmungspflichtig ist, eben dass technische Einrichtungen dazu geeignet sind, Verhaltens- und Leistungskontrolle zu ermöglichen, was ich vorhin schon erzählte, immerhin 75 schon. Also da war sicherlich die Technik noch deutlich anders, als sie heute ist. Dass das heimliche und unbemerkte Abhören von Telefongesprächen unzulässig ist, hat man beim Bundesarbeitsgericht dann auch nochmal festgehalten. Oder auch zum Beispiel diese ausnahmsweise gerechtfertigte Videoüberwachung. Da finden Sie ja auch ein paar Zitate und ein paar Urteile. Wenn Sie es interessiert, können Sie da genauer nachlesen. Interessanter ist eher, was das Bundesarbeitsgericht in mehreren Urteilen dazu geäußert hat, wie es denn überhaupt so im Unternehmen damit aussieht, Mitarbeiter generell zu überwachen. Und da hat man auch nochmal festgestellt, dass zum Beispiel eine lückenlose technische Überwachung nicht zulässig ist. Und da kommen wir zum Beispiel schon in große Probleme, wenn es um Callcenter geht, wenn da eben so Telefonate ständig mitgeschnitten werden und, ob man da nicht lange schon in diesem Bereich ist der technischen, lückenlosen technischen Überwachung. Das gilt auch für Videokameras, die vielleicht nicht zur Überwachung eigentlich der Mitarbeiter, sondern zur Überwachung der Sicherheitsbereiche dienen. Auch die dürfen dann nur für diese Sicherheitsbereiche genutzt werden. Aber eben nicht dazu, Mitarbeiter vollständig zu überwachen. Immer wieder ein Problem, gerade so in Kaufhäusern zum Beispiel. Wenn dort vor Diebstahl geschützt werden soll mit den Kameras und dann aber auch durchaus der Mitarbeiter als potenzieller Dieb gesehen wird und dann der auch vollständig überwacht wird, bis hin teilweise in Umkleidekabinen und Ähnliches, dass da auch enge Grenzen gesetzt sind und sowas in der Regel nicht zulässig ist. Also kurz gesagt, Sie dürfen eben nicht vollständig Mitarbeiter überwachen. Eine gewisse Möglichkeit, und hier steht es eben auch in dem Bundesarbeitsgericht nochmal, das erste Senat hat sich 2008 dazu auch nochmal geäußert, dies handelt sich hierbei dann um einen sogenannten psychischen Anpassungsdruck. Das bedeutet, ich als Mitarbeiter fühle mich nicht mehr frei, bin sozusagen ständig gehemmt und auch dieses ist nicht, was man im Arbeitsrecht toleriert. Man muss immer noch eine bestimmte Selbstbestimmung eben auch haben. Man muss planen und gestalten können und eben darf nicht zu sehr gehemmt werden. Und das würde sonst passieren, wenn ich eben übermäßig alles überwache. Und das kann zum Beispiel auch Kommunikation, Telekommunikation, E-Mail und Ähnliches dann eben auch betreffen. Eins der zentralen Elemente dabei ist das sogenannte Fernmeldegeheimnis. Finden Sie sogar im Grundgesetz, sprich wichtig. Also Artikel 10, eigentlich Schutz vor dem Staat, aber man hat das Ganze nochmal präzisiert im 88 Telekommunikationsgesetz, das sogenannte Telekommunikationsgeheimnis. Das bezieht sich dann eben auch nicht nur auf den Staat, dass der nicht mithören darf, sondern eben auch auf die Unternehmen, die Telekommunikationsdienste anbieten.
Also es kann nicht so sein, dass sich so ein Telekom-Mitarbeiter einfach mal abends, weil es ihm langweilig ist, in das eine oder andere Telefonat mit reinhängt und Ähnliches. Da würden Sie wahrscheinlich auch sich wundern, wenn der sich dann plötzlich einmischt und sagt, hier Mensch, das kannst du nicht sagen, Junge. Wie redest du denn mit deiner Frau? Also klar, das ist unzulässig. Das betrifft aber eben auch schon die Umstände des Telefonats zum Beispiel. Das heißt nicht nur die Inhalte, sondern auch wer mit wem oder wie lange auch und Ähnliches. Auch dieses ist alles, selbst wenn ich so versuche, jemanden zu erreichen, vom Telekommunikationsgeheimnis geschützt. Und deswegen eben auch in diesen Fällen hier durchaus mit zu beachten, auch im Unternehmen. Da kommen wir nämlich gleich zu. Man wird nämlich relativ zügig, nach Meinung vieler, zum Telekommunikationsanbieter plötzlich, zum Diensteanbieter, wenn man nämlich seinen Mitarbeitern die freie Nutzung des Internets oder und eben auch der E-Mail-Nutzung zulässt. Dann ist man plötzlich Telekom und das überrascht den einen oder anderen im Zweifel. Ansonsten, wenn Sie sich nicht um das Telekommunikationsgeheimnis kümmern, wird strafbar das Ganze. Im § 206 Strafgesetzbuch finden Sie das. Und da kommen wir zum Beispiel in diesen Bereich, wo es dann tatsächlich ja dann schon mit diesem einen Bein im Knast, was man manchmal dann hat, durchaus realistisch werden kann, wenn dort dann eben im größeren Maße und im unzulässigen Maße insbesondere jetzt plötzlich im Unternehmen zum Beispiel mitgehorcht wird, was die Leute dort so sprechen oder eben vielleicht auch, was sie in den E-Mails denn so austauschen. Ja, das Telekommunikationsgesetz ist eigentlich erstmal nur tätig oder anwendbar, wenn geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbracht werden. Da denkt man, wie gesagt, erstmal an Vodafone, Telekom und ähnliche, die dafür Geld nehmen, dass sie mir einen Anschluss legen. Mein Chef nimmt mir in der Regel kein Geld dafür ab, dass er mir noch einen Telefonanschluss gelegt hat. Auf den würde ich in der Regel sogar verzichten können, gerne, dann können mich die Leute ja nicht ständig bei der Arbeit stören, die gegebenenfalls vielleicht irgendein Anliegen haben und die Kollegen, die dann ständig nerven, oh Gott. Also so gesehen will ich das ja gar nicht und ich zahle dafür ja auch nicht. Aber trotzdem ist es eine geschäftsmäßige TK-Diensterbringung gegebenenfalls, weil geschäftsmäßig schon definiert ist als einfach nachhaltig oder etwas, was auf Dauer angelegt ist. Die müssen nicht mal Geld dafür nehmen, sondern es muss eben etwas sein, was schon nicht nur vorübergehend, sondern für längere Zeit gedacht ist. Und das haben sie natürlich in der Regel, wenn sie einen Telefonanschluss oder eine E-Mail-Anbindung bei sich am Arbeitsplatz dann haben. Und da kommen wir jetzt eben in die Problematik, wenn wir die private Internetnutzung zulassen. Damit wird nämlich gegebenenfalls jetzt der Arbeitgeber zum Diensteanbieter. Nun kann man ein wenig Hoffnung, wenn man, oder sagen wir mal so, das Ganze ist nicht mehr ganz so vielleicht zu sehen, oder kann man vielleicht jetzt auch ein bisschen anders sehen, weil es jetzt nämlich ein Landesarbeitsgerichtsurteil gibt, dass das 2011 etwas anders gesehen hat. Da kommen wir gleich zu. Ansonsten können Sie übrigens noch so ein bisschen unterscheiden, wenn Sie Jurist sind und Spaß dran haben, zwischen dienstlicher Nutzung, dienstlich veranlasster Nutzung und privater Nutzung. Relativ einfach. Dienstliche Nutzung in der Regel natürlich zulässig. Kein Chef wird Ihnen das verbieten. Private Nutzung kann ein Chef verbieten. Private Nutzung ist auch klar meistens. Dienstlich veranlasste Nutzung ist irgendwo dazwischen. Das ist typischerweise etwas, Ihr Chef sagt, Sie müssen heute ein bisschen länger bleiben und Sie müssen sich dann telefonisch darum kümmern oder auch per E-Mail, dass jetzt das Kind aus dem Kindergarten abgeholt wird. Sie müssen irgendwelche Termine verschieben, dann ist das auch dienstliche Nutzung. Sie machen zwar was Privates, aber Sie haben gar keine andere Wahl, weil jetzt eben der dienstliche Vorrang gilt und Sie da also irgendwas tun müssen, was darauf direkt beruht. Dann ist das dienstliche Nutzung und dann können Sie nicht deswegen entlassen werden oder auch abgemahnt werden, dass Sie jetzt hier privat irgendwas gemacht hätten. Das gehört dazu. Das gilt auch durchaus für E-Mails in diesem Bereich. Dass man jetzt deswegen sagen kann, naja, meine eBay-Auktion läuft um 18 Uhr aus und mein Chef sagt, du musst aber bis 18.30 Uhr bleiben, ob ich deswegen jetzt eBay aufrufen darf, obwohl ich private Nutzung nicht erlauben darf, da wäre ich jetzt mal skeptisch. Also da wäre ich eher vorsichtig, ob das da drunter dann noch zu fassen wäre. Ja, eine schöne Lösung wäre ja für diese ganzen Probleme, wenn man sich einfach die Einwilligung der Betroffenen holt. Das hatte ich ja vorhin erzählt, entweder Sie finden ein Gesetz oder Sie holen sich die Einwilligung. Die Mitarbeiter, die ja bei Ihnen ins Unternehmen dann kommen, haben ja in der Regel dann einen Vertrag, den Sie unterschreiben und da können Sie ja gleich mal noch dort runtersetzen. Ich bin übrigens mit allem einverstanden, was so Überwachung angeht, mit Mitschneiden, mit Auswertung und so weiter. Ist doch toll. Und das ist ja toll, können Sie weglassen. Zynismus ist in so Verträgen immer nicht so schön, aber den Rest könnten Sie ja reinschreiben und dann unterschreibt er und alles ist sauber, weil Sie haben ja eine Einwilligung. Gibt es ein Problem? Nämlich eins der Probleme, was eine
Einwilligung zur Wirksamkeit braucht, ist die Freiwilligkeit. Und mit dieser Freiwilligkeit, da ist man eigentlich relativ sicher, ist es gerade bei Unternehmen, wenn ich da einen Arbeitsvertrag unterschreibe, eben nicht so weit her. Das bedeutet, wenn ich ein Unternehmen eine Unterschrift dort leiste unter so einem Vertrag, dann will ich den Job haben, gegebenenfalls aus Existenznöten. Und deswegen bin ich eher bereit, irgendwas auch abzunicken, was ich sonst vielleicht nicht gewollt hätte. Deswegen ist das schon mit der Freiwilligkeit problematisch. Aber es gibt noch ein weiteres Problem. Selbst wenn Sie sagen, ja, wir sind doch alle nett und das ist ein kleines Unternehmen, hier ist keiner gezwungen worden. Selbst wenn Sie es da erreicht haben, mit der Freiwilligkeit irgendwie hinzubekommen mit der Einwilligung, haben Sie ein weiteres Problem an der Einwilligung, nämlich die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Jede Einwilligung, die freiwillig gegeben wurde, kann auch widerrufen werden. Ja, dann haben Sie zwar schön bei Einstellung diesen Vertrag geschlossen und wenn er am nächsten Tag dann kommt, nö, ist nicht mehr, dann haben Sie doch wieder ein Problem. Und dann können Sie ihn auch nicht deswegen entlassen, weil er nimmt ja nur seine Rechte entgegen und es wäre ja auch nicht schön, wenn Sie das tun. Also mit dieser Einwilligungslösung ist es nicht so weit her und auch nicht so toll, das Ganze zu machen. Deswegen ist die bessere Lösung in der Regel mit einer Betriebsvereinbarung dann zu arbeiten, die dann für den gesamten Unternehmen dann gilt, für sämtliche Mitarbeiter und da kann auch nicht ein einzelner Mitarbeiter sagen, das will ich nicht. Zwei Probleme dort natürlich. Erstens, Sie müssen den Betriebsrat natürlich da irgendwie mit auf Ihre Seite ziehen oder den Personalrat und zum Zweiten das Problem, das Ganze muss noch sich einigermaßen im Bereich der normalen Gesetze und des BDSG abspielen. Also einfach mal alles komplett anders regeln, geht auch nicht. Also die grundlegenden Rechte des Mitarbeiters bleiben erhalten. Da kann er in der Regel gar nicht durch Betriebsvereinbarung oder eigene Einwilligung komplett sich da also jetzt seinem Arbeitgeber hingeben. Also solche Probleme sind dann eben entsprechend zu beachten. Ja, es gibt ein paar Gesetze, die kann ich ein bisschen schnell machen, die gerade wenn Sie eben dann doch als Telekommunikationsanbieter zu sehen sind, zu beachten sind, weniger wahrscheinlich so Einzelverbindungsnachweis, aber es gibt so ein paar Regelungen im Telekommunikationsgesetz, die dann eben für so einen Arbeitgeber auch gelten können, nämlich hinsichtlich auch der Frage, welche Daten erhoben werden dürfen, mit der Entgeltabrechnung, wie lange die Daten da erhoben bleiben dürfen, welche technischen Vorkehrungen Sie führen müssen, was Sie bei Störungen und Missbrauch so machen dürfen und. Wenn Sie es interessiert, wie gesagt, gucken Sie sich das an und wenn Sie einen Datenschützer fragen, was Sie denn machen sollten, dann gilt, dass Sie trennen sollten zwischen privater und dienstlichem Verkehr. Das meine ich jetzt nicht jetzt hinsichtlich der Weihnachtsfeier, sondern ganz einfach, dass Sie eben E-Mail- und Internetnutzung privat und dienstlicher Art eben unterschiedlich gestalten und auch die Regelungen dort entsprechend unterschiedlich dann treffen. In der Regel dürfte es oftmals darauf hinauslaufen, dass man die private Nutzung komplett verbietet. Damit ist man meistens als Arbeitgeber auf der richtigen Seite. Ob das jetzt das Arbeitsklima so erhöht und ob das die Mitarbeiter so toll finden, ist dann leider eine andere Geschichte. Aber so richtig sauber hinbekommen, tut man es ansonsten eben nicht so einfach. Man kann natürlich, da gibt es auch Systeme inzwischen, trennen tatsächlich mit dieser privaten und dienstlichen Nutzung, indem man Rollen vergibt und zum Beispiel eigene E-Mail-Postfächer für die private und dienstliche Nutzung einrichtet. Und es gibt sogar Systeme, wenn ich private Internetnutzung zulasse, wo ich dann sagen kann, jetzt bin ich dienstlich unterwegs, jetzt darf der Arbeitgeber relativ viel mit mir machen. Oder, wenn man das entsprechend geregelt hat, ich schalte um und ab jetzt bin ich privat unterwegs, jetzt darf auch keiner mehr reingucken. Und das geht gegebenenfalls von meinem Stundenkonto, vielleicht manchmal gibt es so Unternehmen, die so sagen, du darfst in der Woche oder im Monat ein, zwei Stunden privat surfen, dass dieses System das erkennt und dann eben diese Zeit dann runterrechnet, aber gleichzeitig eben nichts gespeichert wird. Solche Systeme gibt es aber noch nicht so weit verbreitet, glaube ich, in Unternehmen, dass das tatsächlich so als Standard zu sehen ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat mit solchen Systemen mal zu tun gehabt? Doch einer, immerhin. Wie gesagt, ansonsten wäre das der Verbot der privaten Nutzung eben eine der Lösungen. Und da sagte ich ja vorhin schon, es gibt jetzt das Urteil eben des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg. Die haben tatsächlich das etwas anders gesehen. Unter anderem auch mit der Maßgabe, dass sie wohl so ein bisschen erkannt haben, naja, diese Trennung so richtig hinzubekommen, ist auch sehr schwierig. Wann ist noch was privat, wann dienstlich, sodass man dort von diesem Dienst, dass man als Dienstanbieter angesehen wird, als entsprechender Anbieter für die Mitarbeiter abgerückt ist und solche Trennungen nicht mehr entsprechend sieht. Das hat auch einen praktischen Grund, und da kommen wir nämlich gleich zu, weshalb das Ganze nämlich ansonsten ziemlich seltsam werden kann, wenn man das anders sieht.
Ich sagte ja schon, E-Mail gehört eben auch zu diesen Diensten, die Telekommunikation sind. Auch da sind Sie schnell dann, wenn Sie in diese E-Mails reingucken, in der Strafbarkeit nach § 206 StGB, wenn Sie es nämlich unzulässigerweise machen. Da müssen Sie eben so ein bisschen schauen, wann oder was für E-Mails sind das. Also wenn Sie, oder der einfachste Fall ist, Sie haben eben rein dienstliche E-Mail, dann darf der Chef oftmals da natürlich reinschauen oder der Vorgesetzte. Das ist wie bei Briefen. Das kenne ich auch bei mir in der Behörde. Da darf natürlich der Chef, wenn ich da irgendwas schreibe, reinsehen. Gegebenenfalls will er es auch und verpflichtet mich sogar, ihm das vorher vorzulegen. Das kann bei E-Mails ähnlich sein. Bei E-Mails ist es schon etwas kritischer, weil E-Mails die Problematik haben, dass sie nicht so formalisiert sind wie Briefe. Bei Briefen, sehr geehrter So und So, mit freundlichen Grüßen, das ist relativ strikt, gerade zumindest im professionellen Bereich. Aber bei E-Mails ist es in der Regel eben etwas lockerer oftmals, gerade wenn man so schreibt, Mensch, lieber so, also Leute, vielleicht Kollegen oder insbesondere vielleicht auch Partner, hier, Geschäftspartner, mit denen man schon lange unterwegs ist, dass man denen dann auch mal schreibt, hier, lieber so und so, wie geht's dir denn, wie geht's deiner Frau, war ja letzte Woche schön, nächste Woche können wir uns mal wieder zum Golf treffen und übrigens wollten wir euren Vertrag kündigen, dass dieses eben auch was Persönliches drin hat und man deswegen auch, viele sagen, in diese E-Mails darf man nicht mehr so einfach reingucken, aber zumindest doch Stichproben, dass sowas eher noch möglich wäre, aber so eine Vollüberwachung von E-Mails schon problematischer ist, was bei dienstlicher Post vielleicht noch geht. Und ganz strikt ist man eigentlich dann bei Telefonaten, weil die eben sehr viel Persönliches haben und deswegen dort eigentlich, Ausnahme allem Anschein nach in der Praxis, vor allem Callcenter, dieses eben nicht zulässig ist, diese komplett sich da reinzuhören, so wie man es vielleicht, die Älteren kennen es ja noch, diese Sprachlabor aus der Schule, also dass sich dort der Chef einfach mit reinklingt oder die Sachen auch noch aufzeichnet, ist in der Regel nicht zulässig, weil eben viel Privates dort in diesen Telefonaten auch noch mit drin steckt. Wie das, wie gesagt, so einige Callcenter rechtlich wirklich rechtfertigen wollen, was da passiert, bin ich doch, beziehungsweise wäre ich sehr skeptisch, dass das wirklich rechtlich so immer alles hinhaut. Dazu gehört übrigens auch die Problematik, dass der Admin nicht so einfach E-Mails löschen kann. Da haben Sie nämlich, was auch durchaus mit dazugehört, eine sogenannte Nachrichtenunterdrückung. Und auch die ist in der Regel unzulässig. Schönes Problem, wenn Sie eben Spam haben oder Viren, wie Sie dann damit umgehen können, dass da entweder die Sachen gelöscht werden oder nicht. Deswegen gibt ja viele Datenschützer auch den Tipp, man sollte in diesen Fällen dann bei Viren, gut, da ist man noch relativ tolerant und sagt, das muss man nicht tolerieren. Viren kann man wegschmeißen. Aber sobald es eben E-Mails sind, die als Spam vielleicht zu erkennen sind, dass dann in diesen Fällen zumindest die Dinger nicht sofort weggeschmissen werden, sondern vielleicht in so einen Quarantänebereich gelegt werden, wo der Mitarbeiter nochmal reingucken kann, ist das wirklich alles richtig. Gerade in öffentlichen Einrichtungen haben Sie nämlich sonst das Problem, dass Sie da in Teufelsküche kommen, wenn Sie so eine E-Mail aus Versehen wegsortieren. Es gibt nämlich so eine Art Recht auf Gehör, auf rechtliches Gehör. Das heißt, wenn Sie sich an eine Behörde wenden, muss die Ihnen auch antworten. Seien Sie, haben sich wirklich nachweislich als Querulant dargestellt, aber in der Regel müssen die da irgendwas machen und können das nicht einfach sagen, ach nee, haben wir heute mal keine Lust. Deswegen können die eben auch nicht, und das gilt für normale Unternehmen ähnlich, diese E-Mails einfach wegschmeißen. Die Problematik ist ja andersrum, einfach mal dem Absender zu schreiben und sagen, du, wir haben das übrigens als Spam hier markiert und deswegen konnte das nicht zugestellt werden, ist in der Regel ja auch nicht das, was man will, weil dadurch weiß ja der Spammer, oh, schön, die E-Mail-Adresse funktioniert. Manchen habe ich nur nicht richtig geschafft, durchzukommen. Versuche ich doch jetzt mal mit einem anderen Text. Nehmen wir Viagra, nennen wir jetzt eben irgendwas ganz anders mal, aber so, dass man es noch lesen kann. Also deswegen, diese Antwort, Rückantwort ist in der Regel eben in der Praxis nicht das, was man macht. Deswegen muss man versuchen, das eben in diese anderen Postfächer dann irgendwie rüber zu packen, damit man diese Problematik der Nachrichtenunterdrückung dann nicht plötzlich hat. Ich sagte ja schon, private E-Mail-Nutzung, Problem. Und die Problematik liegt gar nicht in der Privatheit unbedingt. Vielleicht will der Arbeitgeber ja gar nicht da unbedingt immer reingucken und ist ihm eigentlich auch egal und sollen die doch, ist ja ein kleines Unternehmen. Die Problematik entsteht spätestens dann, wenn der Mitarbeiter ausscheidet, wenn er im Urlaub ist oder wenn er krank wird. Ja, dann sitzen sie da. Dann haben sie nämlich die Problematik, dass sie in diese E-Mails plötzlich nicht mehr reingucken können.
könnte ja was Privates dabei sein und Sie können es auch nicht irgendwie an einen Mitarbeiter weiterleiten. So war es in diesem Fall übrigens von dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Die Mitarbeiterin war irgendwie in ihrer Krankheit nicht mehr erreichbar und es sollte wohl eine wichtige E-Mail eingegangen sein. Und da haben sie es dann nicht mehr hinbekommen, eben diese Umleitung von ihr freigegeben zu bekommen, sondern sie hat in diesem Fall dann eben, ja, war nicht erreichbar und die haben dann in diesem Fall versucht, wirklich so vorsichtig wie möglich das Ganze zu machen. Sie haben dann das Ganze im Beisein des Personalrates gemacht, um auf diese E-Mails dann zuzugreifen und, waren aber dann trotzdem ja, wie man sieht, dann vor Gericht wegen dieser Geschichte, haben aber tatsächlich in diesem Fall dann Recht bekommen, dass sie hier so vorsichtig wie gerade noch möglich das auch gemacht haben. Also, aber ansonsten, das ist erstmal Ausnahmeentscheidung. Dass das wirklich von allen Gerichten so gesehen wird und ob das auch von Aufsichtsbehörden so gesehen wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Deswegen muss man weiterhin leider den Tipp geben, private E-Mail-Nutzung zu verbieten. Weil ansonsten, wie gesagt, das Problem entsteht, Sie können in diese E-Mails, egal was mit dem Mitarbeiter dann ist, nicht mehr reingucken, weil die Gefahr besteht, dass Sie hier das Fernmeldegeheimnis verletzen. Sie gucken in private Sachen plötzlich, was Sie eigentlich nicht dürfen. Die einfachste Lösung wäre dann zumindest noch, wenn man denn das unbedingt zulassen will, entweder ein zweites Postfach einzurichten für die privaten E-Mails oder auf der zweiten Seite zum Beispiel Webmailer zuzulassen, sodass die Mitarbeiter über web.de, gmx.de und Ähnliches mit draußen kommunizieren können. Und was eben in dieser Problematik auch noch drinsteckt ist, es ist ja nicht nur der Mitarbeiter. Selbst mit der Einwilligung könnte der vielleicht noch was werden, aber Sie haben ja auch noch den Kommunikationspartner und der hat in der Regel nichts eingewilligt. Und wenn der davon ausgehen konnte, dass diese E-Mail-Adresse eben auch privat genutzt wird, dann haben Sie eben auch dessen Schutz zu beachten. Und auch der muss dann eben entsprechend dort dafür gerade stehen oder beziehungsweise muss so geschützt sein, dass Sie eben nicht in diese E-Mails reingucken können. Haarig wird es dann in den Momenten, wenn Sie eigentlich keine privaten E-Mails zugelassen haben, aber trotzdem sowas eingeht und Sie als Admin da das jetzt sehen oder als Vertretung oder Ähnliches. Da gibt es jetzt keine so richtige saubere Lösung. Da steht dann in den Büchern auch gerne und in den Kommentaren, ja, dann darf er das eben nicht lesen. Puh, ja, im Zweifel wird das nie zugeben, dass er es gelesen hat, aber muss dann weggucken, was weiß ich, das schnell weiterklicken. Da wird es dann langsam albern. Aber es ist rechtlich natürlich so, dass der Admin, wenn er das feststellt, da ist was Privates, das eben nicht zur Kenntnis nehmen darf, sondern sofort abbrechen muss, da gegebenenfalls weiter diese Sachen dann sich anzugucken. Und insbesondere nicht, was vielleicht ja auch ein Unternehmen manchmal vorkommt, hier, guck mal, leite ich mal weiter, guck mal hier, was der da für E-Mails witzig bekommt. Sowas wäre natürlich grob fahrlässig, um nicht zu sagen, eben etwas, was dann wieder mit dem ganzen Bein dann gegebenenfalls auch in den, nicht vielleicht in den Knast, aber doch immerhin vor Strafgericht dann führen könnte. Ansonsten sollten Sie eben versuchen, dann auch in Ihrer Signatur klarzustellen, wenn das nicht sowieso klar ist, dass es sich hierbei um eine private, nicht private E-Mail-Adresse handelt. Bei vielen Anbietern dürfte das klar sein. Also wenn Sie da Ihre Firmenadresse haben, darf man von draußen nicht unbedingt davon ausgehen, dass Sie private E-Mails empfangen. Bei Städtenamen kann sowas schon mal anders sein. Es gibt ja Städte, die durchaus ihren Bürgern die Möglichkeit bieten, E-Mail-Adressen, was weiß ich, grasemann@heikendorf.de oder sowas anzubieten. Da ist es dann nicht mehr so klar, ist das jetzt ein städtischer oder ein örtlicher Mitarbeiter oder nicht. Da müssen Sie sowas gegebenenfalls dann deutlicher klar machen, wenn es eine dienstliche E-Mail-Adresse ist und dass da bitte private Sachen zu unterbleiben haben. Ja, auch bei dienstlichen E-Mails gilt ansonsten das normale Datenschutzrecht, hatte ich gerade eben erklärt, und eben auch das Mitbestimmungsrecht. Das bedeutet, dass eben auch in diesen Fällen entsprechend der Betriebsrat, egal wie Sie das Ganze regeln, selbst wenn Sie private Nutzung verbieten, muss der Personalrat/Betriebsrat in diese Geschichten, in die Organisation, über die Fragen der Überwachung und so weiter mit eingebunden werden. Und Sie müssen stets, selbst wenn Sie private Nutzung verboten haben, darauf achten, dass in diesen Fällen eben nicht eine Vollüberwachung dann plötzlich passiert, egal ob es nun E-Mail oder eben auch die Internetnutzung zum Beispiel dann betrifft. Ich sagte schon, Problematik gilt eben auch für die Virenprüfung und dass Sie dort eben die Problematik haben, dass Sie den Absender eventuell lieber aus Selbstschutzgründen nicht darüber informieren. Deswegen eben auch dieser Tipp immer mit diesen zwei E-Mail-Fächern, dass man das darüber regelt. ActiveX-Controls oder andere aktive Inhalte können Sie natürlich herausfiltern. Das ist okay. Spam-Filter sind inzwischen auch eigentlich mehr oder weniger zugelassen. War in der Anfangszeit auch, dass man sagte, ja, dass selbst wenn da kein Mensch drauf guckt, so automatisiertes Scannen von E-Mails ist auch schon eine Verletzung des Fernmeldegeheimnisses. Aber heutzutage erkennt man an, dass Spam-Filter notwendig sind, wenn sie denn nach dem Stand der Technik funktionieren. Und eben auch kein Mensch da reinguckt.
ein Problem eben, wenn Sie E-Mails haben und selbst ein Automat drüber guckt, muss das eben so passieren, dass es wirklich so geschieht, dass eben wirklich nur nach solchen Spam-Sachen gesucht wird und nicht auch noch, ob der jetzt nach, was weiß ich, CDU interessiert ist oder was weiß ich, oder SPD oder andere Parteien, die es so gibt. Und wie gesagt, dann eben auch diese Spam dann eben automatisch gegebenenfalls lieber nicht gelöscht wird. Und auch der Admin nicht einfach so da reingucken kann. Das ist wieder ein Problem, wenn Sie private Nutzung zulassen und der kontrolliert nochmal, ob die Spam-Mails wirklich Spam-Mails sind und kommt dadurch eben auch auf private E-Mails, haben Sie wieder ein Problem. Also wieder ein Tipp dazu, leider die private Nutzung in dieser Form dann zumindest zu unterbinden. Das betrifft auch die Kontrolle ausgehender E-Mails. Da ist man aber durchaus offener, was die technischen Möglichkeiten angeht, weil man eben auch als Unternehmen nicht als Virenschleuder oder ähnliches oder als Spam-Versender auftreten muss, dass das Unternehmen dieses Recht hat, dieses zu unterbinden und deswegen also solche ausgehenden E-Mail-Kontrollen auch wieder automatisiert in der Regel keine Problematik darstellen. Das ist unter dem sogenannten Geschäftsführung ohne Auftrag ist das Ganze dann zu finden. Gilt sowohl für private und dienstliche E-Mails und auch hier wieder, wie gesagt, nur automatisiert. Auch Protokollierung ist ähnlich geschützt. Ich sagte es ja vorhin schon, es sind eben nicht nur die Inhalte, die geschützt sind, sondern eben genauso auch, was so sonst so passiert drumherum. Wer überhaupt mit wem kommuniziert, wem schreibe ich. Auch das ist entsprechend geschützt und kann in solchen Protokollen natürlich auftauchen. Und deswegen müssen Sie eben hier auch genauso Schutz walten lassen und wenn Sie private Nutzung zulassen, restriktiv eben mit dem Umgang dieser Protokolle umgehen, als es vielleicht anders wäre, wenn Sie private Nutzung verboten hätten. Und das gilt eben genauso für den ausgehenden Datenverkehr. Wenn Sie private Nutzung der Internetnutzung zugelassen haben, können Sie eben auch nicht so einfach alles kontrollieren, welche Seiten der aufruft, weil das auch wieder viel über die Persönlichkeit aussagt und deswegen eben in solchen Fällen auch besonders geschützt sind. Deswegen also auch hier vorsichtig sein. Es gilt natürlich für diese Logdateien wieder das, was ich vorhin gesagt hatte, dass Sie das Ganze nur im Rahmen der Zwecke machen dürfen, nämlich Sicherheit, Abfangen von Problemen und nicht gegebenenfalls anderen Dingen dafür verwenden dürfen und erst recht eben nicht zur Verhaltens- und Leistungskontrolle diese Protokolle verwenden dürfen, wenn es dafür nicht irgendwelche Freigaben oder Gesetze gäbe, die in der Regel nicht vorliegen dürften. Ja, Sie müssen eben immer dafür sorgen, dass entsprechend das Persönlichkeitsrecht des Mitarbeiters, das gilt für jedes Unternehmen, entsprechend gewahrt wird. Und dass hier eben auch entsprechend, auch wenn der Dienstherr, der Arbeitgeber natürlich genauso Interessen hat, dieses entsprechend dann abgewogen wird. Da wird es dann schön schwammig, wenn man dieses dann versucht, im Unternehmen klar irgendwie zu definieren, weil das eben für viele Fälle sehr unterschiedlich dann auch zu sehen ist. Ich sagte ja schon, Dienstvereinbarung, Betriebsvereinbarung unbedingt notwendig. Und eben auch die Problematik hinsichtlich der dienstlichen Telefongespräche, die eben nicht so einfach abgehört werden dürfen, hatte ich ja schon erzählt. Ja, das hatte ich gerade eben, glaube ich, auch schon erwähnt. Also so gesehen, Sie merken, wir kommen langsam dem Ende entgegen, auch zeitlich. Noch ein Tipp, auch was so die Frage angeht, die Möglichkeiten, die man denn sonst so hat, Überwachung denn dann oder die Regeln, die man aufstellt, denn trotzdem zu überwachen. Ich sagte schon, Stichproben sind im gewissen Rahmen zulässig, wenn Sie sich Prozesse gegeben haben und der Personalrat, Betriebsrat eingebunden ist. Und was sich auch bewährt hat, ist, wenn Sie zum Beispiel feststellen, es passiert ein größerer Missbrauch. Sie geben eben E-Mail-Nutzung oder insbesondere eben vielleicht auch Internetnutzung eigentlich nicht frei, aber trotzdem, obwohl es eigentlich geschäftlich nicht notwendig ist, staucht immer Facebook ganz oben auf oder eBay, dass Sie dann in diesen Fällen ein sogenanntes zweistufiges Modell fahren, nämlich erstmal die Mitarbeiter generell warnen und sagen, hier, das kann nicht sein, dass hier ständig Facebook, YouTube oder YouPorn oder was weiß ich aufgerufen wird. Das kann so nicht sein. Und wenn das weiter so passiert, dann werden wir das Ganze konkreter kontrollieren. Und wenn es dann weiter passiert, dann können Sie in der Regel eben konkreter werden mit Ihren Überwachungen und können dann tatsächlich gegebenenfalls auch tatsächlich genauer sich angucken, was die Mitarbeiter vielleicht surfen, weil sie diese Warnung ausgesprochen haben. Wieder bitte nur mit Einbindung Personalrat, Betriebsrat und eben auch nur im eingeschränkten Maße. Aber da ist der Datenschützer mal gar nicht so. Das geht dann in solchen Fällen durchaus auch. Also das ist durchaus dann in solchen Fällen auch möglich. Sie müssen auch aufpassen, inwieweit Sie zum Beispiel, selbst wenn Sie was verbieten, nicht doch plötzlich mit drin hängen. Nämlich dann, wenn Sie das Ganze tolerieren. Nun, kann schon das Problem dann entstehen, wenn Sie zwar private Nutzung verboten haben, aber trotzdem gesagt haben, naja,
Und wenn schon, dann können Sie plötzlich mitten im Erlaubnisbestand drinstecken und dann müssen Sie behandelt werden, wie als wenn Sie es erlaubt haben. Das gilt zumindest für den Fall, wenn Sie es aktiv wissen, dass Ihre Mitarbeiter das machen, dass Sie da entsprechend zum Beispiel E-Mails privat schenken, obwohl Sie es nicht dürfen, oder privat surfen, dann können Sie plötzlich in der Erlaubnis dann drinstecken und dann haben Sie plötzlich die ganzen Probleme, die ich Ihnen vorhin schon erzählt habe. Das heißt, Sie müssen also in der Regel aufpassen, dass Sie dann gegebenenfalls doch, wenn Sie was mitbekommen, dagegen auch wieder vorgehen müssen, weil Sie sonst rechtlich wiederum entsprechende Probleme dann auch haben. Gut, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann herzlichen Dank. Und ganz kurz, damit wir die Folge sozusagen so beenden, wie wir sie typischerweise beenden, Herr Dirks würde jetzt seinen Namen nennen und ich würde auch sagen, mein Name ist Henrik Rasemann und wir sehen uns. Vielen Dank. Ja, ich habe mich auch bemüht.